Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Heute mal keine klassische Review, sondern ein Schmuckhaul. Ich war nämlich gestern bei Bijou Brigitte und habe da einige Ohrringe und eine Kette gekauft. Ich muss zugeben, mittlerweile kaufe ich da nicht mehr so viel, aber früher habe ich da wirklich Stunden verbracht und sehr viel Geld gelassen. Zuerst in meinen Einkaufskorb gewandert sind diese Perlenohrstecker. Die kosten Wie ihr sehen könnt, 2,95 sind Euro. die golden. Ich habe mir auch noch ein paar silberne gekauft, denn Gold passt ja nicht zu jedem Outfit. Und die zeige Und ich das euch sind gleich. jetzt Ohrhänger in der silbernen Variante. Die haben 4,95 € gekostet, etwas mehr, aber ich habe mir gedacht, eine andere Variante ist auch noch ganz schön. Ich muss sagen, früher habe ich kaum Perlenohrringe getragen, aber wenn man mal über 20 ist, fängt man an, sowas anzuziehen. Und ich finde es eigentlich sehr praktisch, dass zu sehr vielen Outfits passt, sehr alltagstauglich ist und ja, ich liebe Sehr Perlen. passend dazu fand ich diese Kette. Das ist so eine längere, die nicht so ganz eng um den Hals liegt, sondern die man eher mal zu einer so einer Bluse oder sowas anhat. Da sie ja auch eine Perle drin hat und auch diese sehr schöne Kugel, die sehr filigran geformt ist. Und dann hängt da noch so was Langes, Baumeliges dran. Finde ich sehr schön, passt, denke ich mal, zu tagsüber als auch zu abends. Nicht ganz so alltagstauglich sind, glaube ich, diese Ohrringe. Die sind auch wieder mit Perlen, mit so ganz kleinen, etwas verspielt und sehr, sehr lang. Also die haben bestimmt 11 cm an Länge. Und die haben, Moment, ich muss noch kurz nachgucken, 7,95 € gekostet. Bei denen hätte ich auch ein bisschen länger überlegt, ob ich die mitnehme. Aber ich habe sie dann doch mitgenommen, weil mir gefällt dieses Altgold. Ihr seht, das ist nicht so ganz glänzend Gold, sehr gut. Und ich glaube, ich habe so eins, zwei Outfits, wo die da ganz gut dazu passen. Sehr einfach ist mir die Entscheidung bei diesen süßen Ohrringen gefallen, denn sie sind einfach so putzig mit diesen Blüten. Jetzt. Dass ich sie einfach mitnehmen musste. Und die haben 4,95 € gekostet und ich glaube, man kann die sogar tagsüber ganz gut tragen. Was ich sehr schön finde, ist, dass sie so ein bisschen auch roségolden sind, also dadurch auch zu vielen anderen Dingen passen. Und ja, sind die nicht süß. Auch relativ schnell entschieden habe ich mich für diese Ohrringe hier, die natürlich klassischerweise besser in den Abend passen. Aber für einen besonderen Anlass, für eine Hochzeit oder so, kann man die, glaube ich, sehr schön tragen. Ich finde sie ein bisschen, ja, ein bisschen altertümlich, muss ich sagen, mit dieser Tropfenform in der Mitte, mit diesem Stein. Ja, sehr schön. Die teuersten Ohrringe, die ich gekauft habe, sind diese hier. Die haben 12,90 € gekostet und bei denen habe ich auch lange davor gestanden und überlegt, ob ich die wohl mitnehmen sollte und vor allen Dingen in welcher Farbe, denn die gab es auch noch in Golden. In Golden war teilweise aber schon die Farbe etwas abgeblättert, sodass sie dann so schwarz gewirkt haben und das hat mir eigentlich gar nicht gut gefallen. Lange überlegt habe ich, weil ich sie zwar einerseits wunderschön finde, aber ich spontan nicht wusste, ja, ob das wirklich so mein Stil ist und mein Geschmack, aber irgendwie hat es mich dann doch gepackt und ich musste sie einfach mitnehmen, weil ich sie so verrückt fand und auch eigentlich sehr schön mit diesen ganz feingliedrigen Strukturen und ja, ich freue mich schon drauf, wenn ich die tragen kann. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr schaut auch vielleicht mal in die nächsten Videos rein. Bis dann, tschüss!